willkommen. Dankeschön, ich freue mich, da zu sein. Hallo. Mareile, ich habe dich zuletzt gesehen, das ist jetzt ein paar Monate her, beim Deutschen Radiopreis. Da hattest du ein spektakuläres Kleid an. Das ging auch durch alle Gazetten. Es war einfach das auffälligste und besonderste Kleid des ganzen Abends. Das ist Leder, ne? Sieht aus wie eine Leberwurst eigentlich ein bisschen. Eine sehr glamouröse Leberwurst. Ja, ich liebte das Kleid. Es war wahnsinnig schön. Es hatte so ein bisschen, ja, zwischen Leberwurst und Ledersofa. Aber ich liebte es und es war sehr, sehr schön. Und es war irre, da reinzukommen und noch spektakulärer wieder raus. Habe ich mich gefragt, wie kommt man denn aus so einer Leberwurst dann mit Pelle wieder raus? Man braucht Hilfe tatsächlich. Es ist dann am Ende auch noch geplatzt. Wie geplatzt? Ich weiß nicht, ob es an meiner Figur lag. Ja, bestimmt. Oder an schlechter Handhabung. Es war so, dass ich hatte den Bühnenauftritt gerade hinter mir. Ich durfte eine Laudatio halten, war ganz toll. Schöne Grüße nochmal. Ja, das habe ich gesehen. Da war alles noch in Ordnung. Da war alles okay. Und dann hinter der Bühne platzte das Kleid hinten auf. Der Reißverschluss sprang auf und so hätte man nicht mehr zurückgehen können. Und dann hat ein Traum. Ja, so ein bisschen schon. Ein netter Herr lieh mir dann seinen Sakko. Da bin ich dann so reingestiegen und die haben dann alle mit irgendwie mit Kräften und Nähnadel versucht, diesen Reißverschluss zu reparieren. Ich denke, es liegt bei so einem Kleid mit Leder eben sehr viel Spannung auf diesem Reißverschluss. Ach so, natürlich. Es war ist ja tolle Handarbeit, dieses Kleid, aber vielleicht ein bisschen viel Druck auf dem Reißverschluss. Am Ende haben wir es geklappt, haben es hinbekommen, was schön war, weil ich wollte mit diesem Gewinner auch noch ein Foto für ihn machen. Ja, es wäre schade, ohne Kleid. So Naki da im Sakko wäre schwierig geworden. Pass auf, Mareile Höppner, hast du das? Hast du das irgendwie genutzt, Black Friday? Ja, ich finde es immer ganz spannend, was bringt das wirklich? Also ich war gestern, hatte ich gar keine Chance zum Einkaufen. Ich war heute und heute war es erstaunlich still und ruhig. Vielleicht hatten alle schon ihr Geld ausgegeben. Aber heute war auch noch ganz viel reduziert. Also ja. Ich glaube, die Geschäfte nutzen das einfach, um irgendwelche Angebote mal zu platzieren. Heute war auch noch schön und es war ganz wenig los. Denke ich auch. Vielleicht ist Black Samstag auch ganz cool. Das ist wahrscheinlich der Geheimtipp, ja. Black Saturday. Du gehst gern shoppen, ne? Ja, tatsächlich gehe ich, wenn ich die Zeit habe, gerne einkaufen. Was ich am allerschönsten finde, ist da was zu kaufen, wo ich unterwegs bin. Dann habe ich gleich die Erinnerung und Verbindung mit dem Ort. Also ja, man hat ja auch meistens zwischendurch so ein bisschen Leerlauf. Ja, ne? Genau. Und das ist ganz schön. Schnäpschen. Na, immer. Du bist wirklich ein Harry-Fan. Ja, tatsächlich, wirklich. Ich finde das einfach, dass der sehr schwer sympathisch ist und der fröhlichste dort im Schloss. Man sollte vielleicht nicht mit ihm zu Kostümpartys gehen. Da hat er kein gutes Händchen bewiesen. Aber nee, ich erinnere mich auch. Fröhlicher Geselle. Es gibt ja ein Foto, also ich glaube, es ist eine Montage. Da sieht man, was ihr für ein schönes Paar. Und da konnte man sich so einen Schleier überwerfen. Und ich hatte an dem Tag von der Moderation so ein weißes Kleid an. Das passte alles perfekt. Und dann sind die Leute draußen stehen geblieben und haben das fotografiert, weil alle es so verrückt fanden, wie das gepasst hat. Ja? Ja. Und die haben sich da so viel Mühe gemacht, dass sie sogar unter das Schaufenster immer geschrieben haben, den Namen der Frau, also Mareile, Mary, Harry. Ganz süß. Also Harry weiß ja gar nicht, was ihm entgangen ist. Obwohl, du hast ihn ja getroffen. Wir haben ja ein Handyvideo, das du gedreht hast in London. Also was war das für eine Situation? Wie nah bist du ihm gekommen? Tatsächlich sehr nah. Ich habe ihm die Hand geschüttelt. Den Moment konnte ich dann nicht mehr filmen. Und ich hatte gerade berichtet und war gerade fertig und wollte eigentlich los. Und plötzlich wurde alles abgesperrt. Dann kamen Sprengstoffhunde und Scharfschützen wurden postiert. Und ich dachte, wow, was passiert denn jetzt? Und dann kamen die Jungs raus. Also William, Harry und Charles kamen später auch noch und die gingen da rum, gaben die Hand, fragten, wie lange bist du schon da und so weiter. Sagenhaft. Insofern, ich habe mich einen Tag vor der Hochzeit noch an seinen Hals geschmissen, habe gesagt, heirate mich, ich bin noch da. Nee, im Ernst, es war ganz nett. Ich habe ihm die Hand geschüttelt, habe ihn gefragt, ob es ihm gut geht und ja, er war sehr charmant. Ja, das kann ich mir vorstellen. Findest du denn, dass Meghan die Richtige ist? Meghan die Richtige ist für ihn? Ich finde schon. Übernehmen. Und mein Sohn ist fast verrückt geworden. Der krabbelte dann immer um den Tisch herum und sah die und sah die. Und in einem unbeobachteten Moment nahm er sie und riss ihr die Hand raus. Oh nee. Aber nicht, um sie zu zerstören, sondern das ist einfach für so ein Kind, dass sich das da immer bewegt. Ja, genau. Kann ich mir genau vorstellen. Da hat er gedacht, dem muss ich jetzt ein Ende setzen. Ja, die Faszination ist da, aber möchtest du wieder einen König in Deutschland? Nein, ich glaube, damit sind wir sehr durch und das ist auch wunderbar. Ich glaube, diese Diskussion braucht man fast gar nicht mehr ernsthaft führen. Also, worüber man sich immer unterhalten kann, finde ich, wie wichtig diese Aufgaben sind des deutschen Adels, die wir schon noch haben, die zwar natürlich heute nicht mehr die Möglichkeiten haben, aber die sich um Schlösser kümmern und so weiter, eine Lebensaufgabe. Und wenn man sich mit denen unterhält, was das alles kostet, was das für einen Aufwand bedeutet und wie toll, dass diese Familien diese Aufgaben
Aufgabe wahrnehmen und sich drum kümmern. Man kann die ja teilweise besuchen, diese Schlösser. Also das ist ja wirklich toll. Insofern, das kann man gar nicht genug loben. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir damit durch und erfreuen uns lieber an denen, die da in England wohnen oder in Schweden. Finde ich auch, sehe ich genauso. Was kommt nach der Queen? So heißt das schöne Buch, dein erstes Buch, das du geschrieben hast. Da erfährt man unglaublich viel. Mal im Hintergrund, du weißt es selber, du machst lauter Fernsehsendungen, genauso wie ich. Und im Hintergrund sind alle aufgeregt. Schaffen wir das? Wir senden so und so viel lange. Kommt die Kutsche rechtzeitig, dass wir sie im Bild haben? Ja, natürlich, muss alles passen. Muss ja alles hinhauen. Die Kutsche. Der Brexit, wir haben. Mareile, du bist ja auch dicht dran an anderen Königshäusern, nicht nur an den Royals in London, sondern zum Beispiel warst du auch bei Königin Silvia von Schweden. Und das ist ein ganz tolles Gespräch gewesen, wirkt sehr persönlich. Wir gucken mal kurz rein. Sie wirkt wahnsinnig sympathisch. Ja, war sie. Ist sie. Also eine tolle Frau, beeindruckende Frau, die ja sehr engagiert ist für Kinder in Not, überall auf der Welt sich da einsetzt, aber eben auch sonst einfach so gerne plaudert und liebt tolles Essen und sehr sympathisch. War ganz sie wirkt, dass sie überhaupt solche persönlichen Sachen erzählt. Ne? Ja, im Vorwege ist es natürlich immer so, wenn sowas vorbesprochen wird, dann wird gesagt, bloß nicht und das nicht und das nicht und dies nicht. Das ist ja ganz klar. Aber im Endeffekt wollen die einfach natürlich nur ein gutes Gefühl haben. Die wollen sich ja auch wohl und sicher fühlen. Und wenn sie dann das Gefühl haben, es läuft und funktioniert, dann geraten die auch ins Plaudern. Ich habe auch gerade Fürst Albert getroffen, da war das ähnlich. Habe ich gelesen. Da war es auch im Vorwege, bloß nicht das und das und das fragen. Und dann hat er erzählt vom Leder, der hörte gar nicht mehr auf. Also das Gespräch wurde immer länger, es war super. Was hat er denn so erzählt, was dich überrascht hat, was persönlich ist? Es war toll, er hat von den Kindern Schloss erzählt. Es ging darum, weil er so ein Umweltaktivist ist, ob sie denn auch zu Hause versuchen, so zu leben und so weiter. Er sagt, naja, mit Kindern ist es nicht so immer so leicht und so. Also er hat da richtig geplaudert, wie so ein Familienpapa eben und gesagt, na, aber wir versuchen das schon zu vermitteln und also einfach, dass man so mal den Bruch hat von dieser Erscheinung, dieser Haltung, die man sonst so vermittelt bekommt, die auch so eine gewisse Steife natürlich hat und dann bricht das so und die sind so für sich. Also das war schon ganz spannend. Das ist schon aufregend. Als du deine Karriere damals angefangen hast, hättest du dir da träumen lassen, dass du solche Menschen mal triffst und befragst? Gar nicht, aber ich habe auch gar nie solche Pläne gemacht. Also ich bin gar nicht so der Typ, der sagt, was müsste morgen noch alles passieren, sondern ich freue mich eigentlich immer das, was jetzt ist und das war eigentlich immer so. Also ich habe ja beim Radio angefangen und fand da schon immer dolle, wer mir da begegnete und dann ging das immer so weiter und es kam immer mehr und das ist toll. Manchmal muss man einfach innehalten und sagen, jetzt gucke ich mal, was alles so war. Das ist so ein bisschen die Gefahr im Job, das kennst du vielleicht auch, dass es einen so, immer zieht weiter, so ne? vorbei das stimmt. Und man hält nicht an, aber es ist natürlich toll, es ist schön. Als du beim Fernsehen jetzt habt ihr mich aber erwischt. Also das freut einmal mich sagen, wer es war. Genau, auch, ne? Das erkläre ich euch jetzt. Klaus Ebert war mein erster Chef dann beim Fernsehen, also vom Radio Nora in Kiel, wechselte ich rüber zu RTL Nord. In Hamburg war das damals meine erste Station. Und diese Begegnung war ganz witzig. Ich war von dem Kieler Fernsehchef, wo ich vorher als Reporterin gearbeitet habe, also hinter der Kamera Filme gedreht habe, zu einem Casting geschickt worden. Das war also mein erster Chef. Monster aufgeregt war ich natürlich, hatte diesen tatsächlich viel zu kurzen Rock an. Aber jetzt nicht in Planung, wow, ich ziehe mich besonders sexy an, sondern ich war halt so angezogen. Da hat er mich als erstes drauf angesprochen, was denn das mit dem Rock soll. Und ich, wieso denn mit dem Rock? Um Gottes Willen, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Muss man sich darüber Gedanken machen? Also ich war wahrscheinlich so richtig schön naiv. Dann war das Casting und ich bin da raus und habe gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich gehe wieder zurück zu meinem Religionsstudium. Das bin ich, glaube ich, nicht. Das kann ich wohl nicht im Fernsehen. Und dann hat er mich zurückgeholt und hat gesagt, so. Mädchen, jetzt setz dich mal hierher und wir reden mal über Fernsehen. Und ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt und ist für mich immer so ein bisschen Mentor und Ohr und Herz geblieben in dem ganzen Job und den ganzen Stürmen, die man so dadurch lebt und auch Fragen, was man machen soll und was nicht. Und ich habe ihn immer als großen Visionär empfunden, was Fernsehen angeht. Mhm. Und ja, Klaus, sehr gerührt, danke. Ja, man hat mir sie wirklich angesehen. Also man merkt, dass ihr eine innige Beziehung habt. Das ist auch schön, finde ich, wenn das die ganze berufliche Laufbahn über so bleibt. Ja, ne? Ist ja nicht selbstverständlich. Viele haben bei ihm gelernt, Nazan Eckes, Markus Lanz, also viele kommen aus dieser Ecke und er ist also ein ganz toller Trainer für diesen Job auf jeden Fall und ein toller Freund. Hat offensichtlich auch einen sehr guten Blick. Ich weiß nicht, ob du auch noch drin geblättert hast im Otto-Katalog? Wahrscheinlich. Ja, ja, unbedingt. Ja, haben wir ja irgendwie alle. Ach ja, da wird man irgendwie nostalgisch. Irgendwie, ich fand das schön. Ne? Also, weil ja auch bei jedem sowas rumlag.
Ja. Irgendwie. Wie kaufst du denn? Also du hast erzählt, heute warst du shoppen, aber machst du viel online auch? Ich kaufe schon auch mal online, wenn ich das so nicht bekomme. Aber tatsächlich finde ich es ganz wichtig, dass wir die Geschäfte unterstützen und dass wir da hingehen. Und ich liebe das auch, wenn ich die Schuhe anprobieren kann. Und nicht, dann kommen die, dann passen die nicht oder sitzen nicht. Ich finde es schon auch noch schön. Aber manchmal kriegt man die Dinge nicht so. Nee, wobei, es geht doch die Legende, dein Mann schenkt dir ständig High Heels. Das stimmt, das macht er auch ziemlich gut. Ohne, dass du die anprobierst. Ja, der hat ein gutes Händchen. Das sind wir doch. Habe ich welche? Auch von ihm? Sehr schön, ganz toll. Marianne, du hast ja eine neue Sendung, also eine alte neue Sendung. Mhm. Kultsendung kann man ja sagen, Dingstar, die Sendung, wo Kinder Begriffe erklären müssen. Ist das so eine Sendung so richtig nach deinem Geschmack? Du liebst doch auch Kinder, hast ja selber einen süßen Sohn. Ja, genau. Ich liebe Kinder absolut. Und diese Sendung war ein absolutes Geschenk. Also ich habe mich von der ersten Sekunde wahnsinnig drüber gefreut. Und das Schöne ist auch, dass die Gäste, die kommen, immer sofort sagen, ach toll, dass es das wieder gibt, schön. Also da geht so Kopfkino an und Erinnerungen und das macht einfach Spaß. Das Besondere ist ja, die Kinder müssen ja Begriffe erklären, also so von früher, also die sie eigentlich auch gar nicht unbedingt kennen. Ne? Genau, unter anderem, wir haben auch Begriffe von heute oder ganz normal, Küssen oder Pastor oder sowas, aber auch mal Begriffe, die aus einer Zeit kommen, die man Kindern heute erklären muss. Also das kenne ich ja von mir zu Hause super, wenn ich meinem Sohn zeige, auf dem Flohmarkt, wie ein Telefon von früher aussah, dann sagt er, wie mit einer Schnur dran, da konntet ihr gar nicht mit rumlaufen. Verrückt, und dann Wählscheibe, das findet er zum Totlachen. Ja. Und wir können uns doch alle noch daran erinnern, wenn man diese Wählscheibe wählte, versuchte man immer, die zu überlisten, dass man es schneller hinkriegt. Das ging aber nicht, die müsste doch mal so zurück. Kluck, 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 genau, kluck. Das dauerte ewig. Und diese Spiralschnur am Telefon. Ja, und da hat man immer um den Finger rumgekringelt. Genau. Oder habe nur ich das gemacht? Hast du das auch gemacht? Habe ich auch gemacht. Ja. Also, zu süß. Läuft ja nächsten Freitag wieder in der ARD um 7:10 abends. Darf dein Sohn das gucken? Der darf tatsächlich gucken. Der guckt wenig Fernsehen, einfach weil er noch jung ist. Er ist 8 Jahre alt. Da gucke ich immer noch sehr drauf, was er sieht oder so. Aber das darf er schon gucken, weil er einfach mitlacht die ganze Zeit. Und Brisant guckt er wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also da passe ich schon sehr auf. Also so im hinteren Teil, wenn es bunter wird, dann darf er schon mal gucken. Aber auch das ist manchmal einfach zu viel noch für ihn. Zu viele Bilder. Mhm. Wie alt ist er? Hat er nicht gerade Geburtstag? Ja, er ist gerade 8 geworden, ganz frisch. Und wir hatten einen großen Zauberer-Geburtstag. Der ist gerade absoluter Zauberer-Fan. Und insofern gab es alles mit Zauberern. Er wollte Dumbledore sein, das ist aus Harry Potter. Harry Potter, ja, du bist auch im Thema. Und Dumbledore hat einen langen grauen Bart und lange graue Haare. Insofern saß er so, als ob er 90 wäre an seinem 8. Geburtstag da. Das sah sehr lustig aus. Ich fand immer, meine Kinder sind nur erwachsen, aber ich fand immer die Kindergeburtstage toll, hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber hinterher war man total erschöpft, oder? Ja, irgendwann habe ich angefangen, ein bisschen Sekt zu trinken, das war super. Also, weil wir hatten 12 Kinder zum Besuch. Eigentlich soll man ja immer nur so alt, wie das Kind ist, aber das ist so schwierig. Es kommen einfach die ganzen Hofkinder noch dazu, wir haben so viele Kinder in der Nachbarschaft und dann war einfach die Bude voll. Und es war aber fröhlich und lustig und ja, macht immer Spaß. Macht immer Spaß. So, Marianne, du bist ja, viele wissen das, Botschafterin der José Carreras Leukämie-Stiftung, vor dem Hintergrund ganz persönlicher Erfahrung. So ein schönes Projekt. Ja, was für ein tolles Projekt, was für schöne emotionale Reaktionen, wie wichtig sowas zu machen, toll. Finde ich auch. Du bist ja sehr engagiert seit Jahren.